Hallo liebe Leser von Basic Tutorials, wir testen heute die Smartphone-Halterung speziell fürs iPhone 5 von Big D Accessoires, ja, relativ neuer Hersteller am Markt. Das funktioniert so, da kommt dann im Prinzip einfach ein iPhone 5 rein. Ja, wichtig ist nur iPhone 5 leider, iPhone 5C passt leider nicht. So, das wird dann so hier, wie ihr seht, ganz einfach eingeklemmt, ja. Ja, und dann kann man zum Beispiel hier Spiele einfach direkt starten und kann hier quasi mit steuern, was sehr angenehm ist, da gerade bei so Menschen mit großen Händen wie mir, da habe ich einerseits das Telefon wesentlich besser in der Hand, ja, und andererseits ist der Bildschirm relativ frei, das heißt, ich habe den ganzen Bildschirm zum Anschauen und habe wirklich nur den Finger hier, vorher habe ich den immer hier so gehabt, das hat eine Menge verdeckt. Das ist also ein Riesenvorteil an sich, ergibt das also durchaus Sinn, ja, funktioniert alles recht gut. Es gibt aber auch ein paar Nachteile, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Einmal ist das, dass die ganze Halterung hier drin, man sieht es vielleicht ganz leicht, das wackelt einen Millimeter, das, oder einen halben Millimeter, ist natürlich unangenehm, weil gerade wenn ich dann nach links und rechts drücke, merke ich, wie das Telefon sich im Prinzip ganz leicht hin und her bewegt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass sie dann doch relativ sich relativ einfach biegen lässt, ja. Dass also ja, das Smartphone hier sofort rausgeht aus der Halterung, was natürlich ein bisschen gefährlich ist. Und insbesondere, ich lege jetzt mal was drunter, damit man das auch sieht, gerade wenn man dann nur ein bisschen wackelt, seht ihr, ist das Telefon sofort raus. Macht man es so, ist es fester, aber sobald man hier an einer Ecke irgendwie hängt, kann es doch leicht rausfallen. Das ist mir persönlich ein bisschen zu risikoreich für ein iPhone 5, was ja nicht wenig Geld kostet, ja. Muss man gut überlegen, ne? Ansonsten ist hier die Verarbeitungsqualität in Ordnung, der Stoff das Material fühlt sich gut an, aber wie gesagt, ihr seht hier auch nochmal, das ist nicht wirklich verwindungssteif, ne? Also man kann das recht einfach biegen, ne? Und das ist halt nicht wirklich stabil. Ja, ansonsten, was man noch sieht, alles ist gut erreichbar weiterhin, man kann sogar noch Fotos machen und auch interessant, selbst im Hochformat lässt sich das immer noch ganz gut steuern, witzigerweise, also ich finde das immer noch angenehmer als nur mit dem iPhone. Aber es ist halt immer, wie gesagt, die Geschmackssache, ne? Ob man das mag oder nicht. Letztlich, lest den Test, ihr werdet sehen, dass mein Urteil auch ein bisschen zwiegespalten ist, ja? Ansonsten wünsche ich euch noch ja, viel Spaß beim Lesen unseres Blogs und ja, bis bald hoffentlich.